Maria Antoinette. Wie heiter im Tuilerienschloss blinken die Spiegelfenster, und dennoch dort am hellen Tag gehen um die alten Gespenster. Es spukt im Pavillon de Flor Maria Antoinette. Sie hält dort morgens ihr Lever mit strenger Etikette. Geputzte Hofdamen, die meisten stehen, auf Tabouretts andere sitzen, die Kleider von Atlas und Goldbrokat, behängt mit Juwelen und Spitzen, die Taille schmal, der Reifrock bauscht. Darunter lauschen die netten, hochhackigen Füßchen so klug hervor. Ach, wenn sie nur Köpfe hätten. Sie haben alle keinen Kopf. Der Königin selbst manquiere der Kopf und ihre Majestät ist deshalb nicht frisieret. Ja, sie, die mit turmhohem Toupet so stolz sich konnte gebaren, die Tochter Maria Theresias, die Enkelin deutscher Cäsaren. Sie muss jetzt spuken ohne Frisur und ohne Kopf im Kreise von unfrisierten Edelfrauen, die kopflos gleicherweise. Das sind die Folgen der Revolution und ihrer fatalen Doktrine. An allem ist schuld Jean-Jacques Rousseau, Voltaire und die Guillotine. Doch sonderbar. Es dünkt mich schier, als hätten die armen Geschöpfe gar nicht bemerkt, wie tot sie sind und dass sie verloren die Köpfe. Ein leeres Gespreize ganz wie sonst, ein abgeschmacktes Scherwenzen. Possierlich sind und schauderhaft die kopflosen Referenzen. Da knickst die erste Dame d'Atour und bringt ein Hemd von Linnen, die zweite reicht es der Königin und beide knicksen von hin. Die dritte Dame und die vierte Dame knicksen und niederknien vor ihrer Majestät, um ihr die Strümpfe anzuziehen. Ein Ehrenfräulein kommt und knickst und bringt das Morgenjäckchen, ein anderes Fräulein knickst und bringt der Königin Unterröckchen. Die Oberhofmeisterin steht dabei, sie fächert die Brust, die weiße, und in Ermangelung eines Kopfs lächelt sie mit dem Steiße. Wohl durch die verhängten Fenster wirft die Sonne neugierige Blicke, doch wie sie gewahrt den alten Spuk, prallt sie erschrocken zurücke.